EA Sports. It's in the game. Ja, hallo und herzlich willkommen zu FIFA 13, der Demo. Genau, mein Name ist Alex und I'm a Schnecke. Ja, es ist traumhaftes Wetter heute. Aber da ja heute sowohl die FIFA 13 Demo als auch das Battlefield Armored Kill jetzt raus ist, muss ich ja Videos aufnehmen. Das mache ich ja nur für euch, denn das soll ja alles ganz pünktlich raus sein, damit ihr sofort das zu sehen kriegt, wie denn sowohl FIFA 13 ist, als auch Armored Kill. Also beide Videos kommen allerspätestens morgen, den Mittwoch, online. Das heißt aber jetzt nicht, ich muss jetzt für euch das machen, ich würde aber viel lieber rausgehen. Nein, keine Angst. Ich bin natürlich auch gespannt, wie FIFA 13 und Battlefield jetzt sind. Da freue ich mich natürlich auch drauf, deswegen nehme ich mir jetzt mal die Zeit dazu. Vor allem FIFA 13, ob das jetzt in gewissen Punkten besser ist als FIFA 12 oder ob es echt nur eine Kader-Update ist. Mir gefällt echt schon mal das Menü und man kann hier, guckt mal Leute, man kann hier echt tatsächlich die Tageszeit einstellen. unglaublich, also ich kann hier auf die halbe Stunde genau jedenfalls die Tageszeit einstellen, das ist schon mal super. Ich hoffe, das geht dann auch im Multiplayer. Ansonsten, ja, ich habe hier schon mal im Teammanagement meine Aufstellung gemacht. Ich spiele in dieser Demo jetzt mit Dortmund gegen Manchester City. Die Demo könnt ihr übrigens im Origin einfach runterladen, falls ihr die im Internet sucht. Die werdet ihr dann nicht finden. Startet euer Origin, dann geht auf Gratis spielen. Da müsste dann schon FIFA 13 Demo stehen. Da könnt ihr Dortmund, Man City, Arsenal und Milan und auch Juve spielen. Und dann hier schon mal aktualisiert alles. Die Startaufstellungen sind auch so, wie sie jetzt momentan alle antreten. Diese Pfeile da, ich weiß nicht, ob das die Tagesform jetzt ist. Ich denke mal schon. Ansteigende Form und sinkende Form, das könnte schon sein. Dass jetzt Marco Reus eine sinkende Form hat, weiß ich nicht. Es könnte auch wirklich so extrem aktuell sein. Zum Beispiel, weil Reus jetzt in Nürnberg nicht so doll gespielt hat. Wenn es jetzt dermaßen aktuell ist, das wäre echt super im fertigen Spiel. Dazu müsst ihr natürlich eine Internetverbindung haben, aber ansonsten wird FIFA 13 ja, glaube ich, eh nicht laufen, weil es mittlerweile bei jedem Spiel so ist, dass man dafür jeden Scheiß Internet braucht. Aber egal, ihr braucht auch Internet, um dieses Video zu sehen, und dann spielen wir doch mal die FIFA 13 Demo und ich bin echt gespannt, was mich erwartet. Das ist jetzt hier auch zum Beispiel neu. Ladebildschirm, wie immer in diesem Trainingsbereich. Aber, was jetzt neu ist, das sieht man. Es gibt jetzt halt diese Trainings-Hindernis-Parcours. War schon vorher so, dass man in der Ladebildschirm dann so, ja, aufs Tor schießen konnte. Jetzt aber hier so Minispiele, das finde ich echt geil. Vor allem kann man damit üben, jetzt zum Beispiel solche Lupfer machen. Hier in diesem Bereich, lupfen, ins Tor hinein. Möglichst auf die Zielscheibe treffen. Das mache ich jetzt ein paar Mal, weil das echt lustig ist. Das ist schon mal eine coole Neuerung. Ist natürlich jetzt nichts, was man aufs Cover schreiben würde, dass mich jetzt sagt, oh, ich muss jetzt FIFA 13 deswegen kaufen, aber die kleinen Details finde ich super. Ja. Und es gibt so eine Physik. Ich kann hier durch die Kisten rennen. Ich bin zu dumm. Also einmal habe ich es geschafft. Einmal möchte ich es gerne noch machen. Egal. Egal. Aber das ist zum Beispiel neu. Und schauen wir uns doch mal jetzt hier den Anfang an. Das ist jetzt neu. Es gibt eine epische Musik am Anfang. Ansonsten war das ja ähnlich. Und das soll jetzt kein Let's Play sein. Ich nenne es ganz bewusst nicht so, sondern im Titel steht jetzt Let's Show oder sowas, weil es ja erstmal kein fertiges Spiel ist, sondern nur die Demo. Das heißt, ich kann es nur ein bisschen vorstellen. Also ein Let's Show quasi. Ist aber auch dieses Let's, nehme ich gerne raus. Es ist eher ein Gameplay. Heißt, ich werde jetzt vielleicht nicht immer was sagen. Es ist halt nur ein Gameplay der Demo. Und kleines Mini-Detail, ja, jetzt sind ja Kameraleute, die mit aufs Feld gehen. So wie gesagt, das sind so ganz winzige Änderungen, die mir jetzt bisher aufgefallen sind. Mal gucken, ob es halt nur bei dem bleibt oder ob FIFA 13 auch wirklich jetzt spielerisch sich was getan hat. Grafisch ist es genau das Gleiche. Sieht natürlich immer noch gut aus, wenn auch nicht weltbewegend. Was ich mal gerne hätte, ist endlich wieder 3D-Gras seit FIFA 09. Da sah das super aus, war ein bisschen hoch, aber man könnte es echt mal wieder einführen. Hier ist es weiter hin nicht da. Publikum ist immer noch aus Pappe, okay, auch nicht schlimm. Es sieht immer noch gut aus. Ich reg mich jetzt nicht über die Grafik aus, auch wenn man die wirklich an diesen ganz kleinen Stellen mal echt verbessern könnte. Das wäre doch echt nicht so schwierig und nichts Weltbewegendes.
Ansonsten dieses Intro jetzt hier noch atmosphärischer, finde ich, als sonst. Aber ich bin schon richtig heiß jetzt, mein Gamepad in der Hand. Ich hoffe, die Tastenkonfiguration ist jetzt richtig. Ich bin mal echt gespannt, wie das spielerisch so ist. Ich fand FIFA 12 schon nah an der Perfektion. Außer KI. Ja, die KI und der Schiedsrichter, bitte das ein bisschen ausbessern. Mal gucken, ob das da jetzt zugänglicher ist. Wirkliche Änderungen soll es ja auch im Transferbereich geben. Im Karrieremodus also, dass die Transfers jetzt zugänglicher sind. Das können wir jetzt natürlich hier überhaupt nicht antesten. Wir können jetzt echt nur gucken, wie es auf dem Platz ist. Aber das ist auch das Interessanteste natürlich am Spiel. Da ein bisschen Gras wächst ja doch in dieser kleinen Nahaufnahme da. Naja. So, Anstoß. Also, wie gesagt, ich spiele mit Dortmund. Und die ersten Meter fühlen sich jetzt erstmal sehr gleich an. Soll ja im Zweikampfbereich jetzt noch intensiver werden. Was mir schon mal zusagt, sind die Animationen, kommen mir echt noch ein Tick geiler vor. Da ist jetzt PES immer noch besser, finde ich, in den Animationen. Da kann man Konami nichts vormachen. Ansonsten jetzt hier schon mal diese Pässe und so, das sieht echt geil aus schon von den Animationen her. Das ist aber auch eine rein technische Sache. Und ich bin ja in FIFA 12 nicht so der beste Spieler. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Deswegen mal gucken, ob es mir jetzt leichter fällt. Ich spiele jetzt auf Profi. Ein bisschen blöd fand ich, dass das Spieler einen am Anfang fragt, wie dein Erfahrungsgrad ist. Das fragt aber nur in drei Stufen. Deswegen habe ich gesagt, ich bin schon sehr erfahren. Und dann hat es mir gleich mal auf Weltklasse gehoben. Ich wollte aber natürlich Profi haben. Das ist dann immer so mein allgemeiner FIFA-Schwierigkeitsgrad. Also ich spiele bisher ganz gut offensiv. Mir kommt es einfach alles ein bisschen direkter jetzt rüber in den ersten Minuten, dass man jetzt noch mehr als in FIFA 12 echt noch präziser jetzt hier und schneller und direkter spielen kann. Das war immer so in PES so. Ach. Und im Gegensatz zu PES war ja FIFA immer so ein bisschen noch, ja, störrischer. Aber das verbessert sich ja von Jahr zu Jahr und jetzt kommt es mir echt so rüber, als könnte ich jetzt noch direkter und flotter spielen. Und im Stellungsspiel arbeitet doch die eigene KI auch ein bisschen mit. Das sind so, aber also alles Sachen, die mir jetzt nur so ein bisschen den Eindruck machen. Weil es ja EA natürlich auch angekündigt hat. Ob das jetzt in der Praxis wirklich so ist, kann ich nicht genau beurteilen. Aber mir kommt es schon mal gut rüber. Groß anders fühlt sich jetzt nicht an. Ist natürlich auch nur eine Demo, das heißt noch nicht komplett final. Aber fühlt sich gut an. Und jetzt, ich finde, defensiv wurde ich noch nicht so gefordert, deswegen kann ich da noch keine genauen Änderungen sagen. Weil in der Defensive kam es mir immer so vor, dass die Gegner da einfach viel zu. Die Gegner haben einfach, denen ist viel zu oft gelungen. Die haben Monsterpässe gespielt, selbst nicht unterklassige Mannschaften. Und sind einfach durchgerannt, das hat mich gestört. Und was mir am meisten gestört hat, ist viel zu vorausschauen bei eigenen Vorgängen, Passvorgängen. Defensiv ist natürlich toll, dass die KI da gut steht, aber dass die immer genau weiß, wo ich jetzt hinpasse. So, und mein erstes Tor, Marco Reus. Ich spiele jetzt auf Profi und die KI kommt mir wirklich so vor, dass sie jetzt menschlicher spielt, weil sie, ich kann ja Pässe spielen und da ist der Gegner teilweise noch zu langsam. Im Vorgänger war es so, egal was ich gemacht habe, die KI wusste eigentlich immer Bescheid, was man macht. Das war mir einfach zu perfekt. Es darf natürlich jetzt auch nicht zu leicht sein oder so. Das Spiel auf Profi, das kann auch nicht zu leicht sein. So, und die Halbzeit ist schon wieder vorbei. Ich glaube, in der Demo hier sind die Halbzeiten ein bisschen kürzer. Nicht 10 Minuten, sondern bloß 5. Aber egal, dann wird das ein kurz und knappes Video. Und ich habe euch ein Tor gezeigt. So möchte man in die neue FIFA-Saison natürlich starten. Also fühlt sich jetzt nicht groß anders an, aber ich finde in jedem Bereich so ein bisschen feiner.
Und mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht, weil FIFA 12 ja wirklich toll war. Das sollten sie ja gar nicht groß verändern. Ich denke, ich werde es mir zulegen. Es ist halt dieses Jahr so die Frage bei mir gewesen, PES oder FIFA, weil ich eigentlich ja immer ein riesen PES-Fan war und von PES 2008 bis PES 2012 alle gespielt habe und auch immer treuer Serienfan war. Bis 2012 war dann aber so schlecht, ganz ehrlich. Boah, das fand ich so daneben. Und während FIFA 12 so toll war, aber PES 2013 ist dieses Jahr auch wieder stark verbessert. Allerdings immer noch so, dieses neue PES mag ich einfach nicht so. Während das FIFA wirklich general überholt wurde. Seit dem Elfer-Pendant. Da habe ich ihn deutlich zu drüber gehauen, aber schöne Kombination von mir. Und der Torwart hat schon, also Hart schon zweimal ziemlich stark abprallen lassen, wie ein Pest quasi. Jetzt kommt der Balotelli noch rein. Und ich werde aber auch dieses Jahr FIFA 13 holen, weil ich jetzt einfach im FIFA-Rhythmus bin und da jetzt echt nicht noch groß was ändern kann. Ja, ich will ein paar Wechsel durchführen, das ist nicht... die Demo hier gefällt mir schon echt super. Die Pest-Demo hat mich zwar auch überzeugt, aber das hier ist einfach irgendwie mehr Fußball, finde ich. Einfach von der Stimmung her und so präsentations- und atmosphärisch sowieso echt super. Mit diesen kleinen Details am Rande dieses Jahr noch besser. Dribblings genau gleich. Also wird sich zeigen, aber ich denke, ich werde mir FIFA 13 auf jeden Fall zulegen. Das gefällt mir hier echt gut. Und macht Hoffnung, also. Wenn ich jetzt hier so spiele, ihr werdet es wahrscheinlich auch sehen, das ist jetzt echt nicht so sehr anders. Aber. Naja. Sollte es ja nicht sein. Also wie gesagt, im Detail verbessert. Ich glaube, keiner wollte mehr als das. Es ist nicht ganz so, wie ich es dann befürchtet hatte. FIFA 13 wird reines Kader-Update. Kleinen paar. Vor allem, das Problem war ja bei FIFA 09 zu FIFA 10, das hat sich viel zu sehr verändert, fand ich damals. Und hier hat man echt nur an den Stellschrauben geschraubt. Ja, toller Satz, tolle Satzformulierung. Und gefällt mir aber gut. Muss ich aber halt erst echt im Praxistest zeigen, im Dauertest von FIFA. Weil es wird nicht immer so sein, dass ich da jetzt mit 1-0 führe und dann total friedlich glücklich bin. Ich finde jetzt hier auf Profi die KI überraschend leicht. Weil in FIFA 12 war sie so brutal schwer. Überrascht mich jetzt, dass es hier so einfach ist, die Zweikämpfe zu gewinnen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer so ist, dann im Endspiel. Kann ja auch sein, dass man so in der Demo so will, dass die Spieler jetzt nicht frustriert sind und deswegen es etwas leichter machen. Finde ich aber gut, dass sie jetzt echt nicht mehr so extrem übermenschlich spielt. Vor mir die Bälle verspringen jetzt ein bisschen mehr, hat man jetzt auch gerade bei diesem Zweikampf gesehen, dass der erstmal weg ist. Also es ist echt die Zeiten von FIFA, wo die Bälle noch an den Füßen klebten und das echt Eishockey war, die sind echt vorbei. Oh, tolle Spielzüge, oder? Richtig tolle Spielzüge hier. Und der eingewechselte Götze. So gut spiele ich selbst in FIFA 12 selten. Naja. Aber es ist halt auch nur die Demo und vielleicht ist es da wirklich noch ein bisschen leichter gemacht. Aber freut mich, wenn ich hier gewinnen kann. Oh, wir haben schon die 84. Das war's dann gleich auch wieder. Wir machen einen letzten Wechsel noch. Schieber für Lewandowski rein. Also wenn ich das jetzt vor allem vergleiche mit UEFA Euro 2012, was so sperrig war im Gameplay, ist das hier echt eine Erleichterung. Das fühlt sich richtig flüssig an, Leute. Also alle, die Zweifel hatten, ihr könnt hier ruhig zugreifen. Diese ersten Minuten überzeugen mich wirklich. Das ist FIFA, wie man das kennt, aber noch besser geworden. Vor allem die Animationen, die sind jetzt schon fast auf PES-Niveau. Da war ja wirklich Konami weit voraus, vor ein paar Jahren noch. Und jetzt hier, das sieht echt toll aus. Ich
die Bälle hier vor allem immer wieder verspringen, das finde ich super. Das fühlt sich jetzt echt richtig nach Fußball an. Das habe ich noch nie von FIFA behauptet, aber das fühlt sich echt geil an. Also, wow. Also, das war die FIFA 13 Demo. Eine Partie. Dortmund gegen Manchester City. Ich gewinne mit 2:0. Super. Und das hat sich echt toll angefühlt. Also, ich werde mir FIFA 13 kaufen. Ich müsste schauen. Nach einer Partie kann man das natürlich nicht so sagen, ob das eine Kaufempfehlung ist. Muss ich eh erst mit dem finalen Spiel testen. Aber diese Demo hat mich schon mal überzeugt. Und deswegen sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen, euer Alex.